noch auf der Suche nach Münzen? Was soll ich denn sonst machen? Die Warterei macht mich noch bekloppt. Die reden anscheinend nicht mit mir. Soll ich jetzt wirklich hier durch die Gegend rennen und mit den ganzen Soldaten reden? Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Wir sind bereit. Na, erstaunt dich der Anblick eines Zwergs an der Leine? Suchst du ein außergewöhnliches Schimpfwort? Nur zu, verblüff mich! Du bist aber nervös. Nervös? Das ist gut. Ich bin ein trefflicher Söldner, du seltsamer Mensch. Ein Pionier und nicht nervös. Ein Pionier? Nicht so ein Pionier. Ich baue Befestigungen, Kriegsmaschinen, Pontonbrücken, Gräben, Schaufeln entspannt. Das meinte ich. Hast du vielleicht ein paar Teile von diesen Maschinen übrig? Abgeschriebenes Heeresgerät natürlich. Ich könnte es für Ungeheuerfallen brauchen. Hab ich. Warum auch nicht? Okay. Rezepte für Bomben brauche ich aber nicht. Ich verkaufe mir auch direkt die Bomben, jawohl. Was gibt's? Nope. Sei gegrüßt. Was willst du? Und? Schmeckt das Essen? Je nachdem. Einmal gibt es Fleischsuppe vom Feinsten, dann wieder Grieß ohne alles. Im Krieg wird man ja nur von fremder Kost satt. Oh. Ärger? Suchst du was best... Nein, nicht mit dir. Achso, die waren beide zusammen. Leute wie ihn gab's bei uns auf dem Land nicht. Ihr stört nur. Alright. Mein Name ist Myron, Apothekermeister in Diensten von König Henselt. Geralt. Geralt, unbekannter Profession und Herkunft. Sei es drum. Womit kann ich dienen? Ich würde gern meine Kräuter- und Medikamentenvorräte aufstocken. Das Rezept bitte. Das Rezept? Ich mach nur Spaß. Wir haben große Lieferengpässe, deshalb kann ich nur ausgewählte Kräuter verkaufen. Leb wohl. Viel Busti. Da mal wieder meine Reaktion drauf. Ihr stört nur. Leute wie ihn gab's bei uns auf dem Land nicht. Was ist denn hier los? Halt du dich da raus! Sabrina war schon zu Lebzeiten eine Heilige. Wisst ihr noch, wie sie die Versehrten heilte? Jetzt ist sie tot und kann niemandem mehr helfen. Ich glaube dem Visionär. Wehe denen, die das Wort eines Weisen nicht achten. Nein, wehe denen, die Mumpitz für Weissagungen halten und kalte Leichen für grüne Eichen. Sagt mir, worüber ihr streitet. Ich habe zum Schutz vor den Pfeilen der Skoyatel eine Reliquie gekauft. Die da behaupten, ich hätte mich reinlegen lassen. Das ist ein Stück Abfall, keine Reliquie. Okay. Die Nägel aus ihrem Dingchen. Zeig mir die Reliquie doch mal. Und wieso? Wie es der Zufall will, habe ich auch so einen Nagel. Allerdings ist meiner rostig und dieser hier sieht aus wie neu. Und das heißt? Dass ich recht hatte. Der Krämer hat dich beschissen. Mit dem möchte ich gerne mal reden. Dann beeil dich. Wenn er mich wirklich betrogen hat, reiß ich ihm nämlich den Kopf ab. Putsch. Bis dann. Odrin vielleicht hier dieser Obermod. Hat es Odrin etwa zu etwas geschafft? Guten Tag. Der eine Pendel. Guten Tag. Leute, wie ihn gab's bei uns auf dem Land nicht. Ihr geht bewegt von den Weisheiten des Bo- mit. Nein. Wir sind bereit. Gehst du jetzt endlich? Reliquien, Artefakte, Berlocken, Talismane. Kostbar jenseits aller Vorstellungskraft. Ich fand Fußspuren, wo Sabrina hingerichtet wurde. Weißt du darüber etwas? Wie sollte ich? Du hast sie doch gefunden, nicht ich. Seltsam, dass deine Schuhe so mit Asche beschmiert sind. Psst. Na gut. Was willst du wissen? Glaubst du an die Macht deiner Waren? Du meinst die Reliquien? Die Leute glauben daran. Das zählt. Schon, aber egal. Wir glauben an alles, was sie hoffen lässt.
Die Soldaten scheißen sich voll und kotzen vor Angst, ehe sie in die Schlacht ziehen. Wenn es ihnen Mut macht, einen rostigen Nagel zu küssen, würde ich sagen, der Nagel wirkt. Hast du Sabrinas Hinrichtung mit angesehen? Oh ja, ich war bei der 5. Kompanie. Kann mich noch gut an den Tumult erinnern, als dieser Trottel Jahon sie durchbohrt hat. Ach, was gäbe ich jetzt für seinen Spieß. Kannst du dich an den Fluch erinnern, mit dem Sabrina den König belegt hat? Als sie den Scheiterhaufen anzündeten, da rief sie dem König etwas zu, was ihn rot anlaufen ließ. Ich konnte aber nicht verstehen, was es war. Vermutlich hat sie ihm die Syphilis prophezeit. Kein hübscher Tod. Wo ist Jahons Spieß jetzt? Keine Ahnung. Geht dich auch gar nichts an. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Kennst du Jahon? Nie von ihm gehört. Wie kommst du auf ihn? Er hat ihn noch gerade... What? Kannst du dich an die Zauberin Sabrina What? Erinnern? Er hat ihn gerade erwähnt. Ganz normale Zauberin. Kennst du Jahon gut? Außen eine blutjunge Nymphe, innen eine alte Vettel. Wenn du mehr über sie wissen willst, dann frag den Irren mit den Kerzen. Er kennt ihn nicht persönlich. So, wo ist der Visionär? Das ist jetzt auch noch so eine Frage. Ach, da oben geht's auch noch weiter. Oh, okay. Gut. Ewige Schlacht, ja, das wird nix. Der Blutfluch. Der Visionär. Ah, Zwick, Quest abgeben. Ich glaube, Odrin werde ich echt nicht mehr finden. Ach, Herr Zwick hat jetzt keine Mütze. Was willst du, Hexer? Die Soldaten, die du vermisst hast, saßen im Kreis der Sabrina fest. Diese Arschkrampen. Dieser idiotische Aberglaube ist ihnen einfach nicht auszutreiben. Ach, die werden Latrinen schrubben, bis sie umfallen. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Hier ist dein Lohn. Außerhalb des Lagers soll einer leben, den man den Visionär nennt. Kennst du den? Die Soldaten reden von ihm. Aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Und wenn ich ihn treffe, dann soll er bereuen, dass er meine Leute mit diesem ganzen abergläubischen Quatsch irre gemacht hat. Warst du bei Sabrinas Hinrichtung anwesend? Da war nur die 5. Kompanie vor Ort. Eigentlich schade. Ich hätte die Hexe gerne selbst brutzeln sehen. Geschah ihr nur recht. Nach dem, was sie den Männern angetan hat. Ich habe ja schon einiges gesehen. Mein Bruder ist bei einem Putsch in Rinde umgekommen, weil ein Magier sein Blut kochen ließ. Ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Soldat eine tote Elfin schändete. Aber diese Sache vor 3 Jahren. Hexer, die Leute schmolzen wie Blei. So etwas vergisst man nicht. Beim Wirtshaus handelt ein Soldat mit Überresten von Sabrinas Hinrichtung. Ich weiß. So ein Scheißkerl aus der Versorgungseinheit. Macht mit seinem Laden die Soldaten kirre. Plötzlich meinen alle, dass ein Holzsplitter sie auf dem Schlachtfeld beschützt. Was für Idioten! Nach dem, was hier vor 3 Jahren passiert ist, überrascht mich das nicht. Ich sag dir eins, Hexer. Man kann sich in der Schlacht nur auf Schild, Rüstung und lebendige Kameraden verlassen. Viele dieser Männer werden bei Wergen fallen. Auch mit den Taschen voller mystischer Holzsplitter. Für einen Silberling das Stück. Ich will, dass sie sich fürchten. Okay, ich hab jetzt mal nachgeguckt. Wenn Stahl auf Stahl trifft, sollen sie voll da sein, zum Teufel. Wenn sie so dumm sind, sich auf rostige Nägel und Aschereste zu verlassen, haben sie in so einer Hölle nicht die leiseste Chance. Okay, es ist ziemlich... Ich passe auf das Feuer auf. Mach's gut. Also ich hätte tatsächlich Odrin wahrscheinlich per Zufall nicht gefunden, hätte ich jetzt nicht nachgeguckt, weil es gibt hier so ein Südwesttor, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Und das führt halt nicht raus ins Feld, sondern einfach nur in so eine Sackgasse. Und okay. Da soll er angeblich rumliegen, besoffen. Wie auch immer da hingekommen ist. Warum baut man ein Tor zum Strand? Na okay, wahrscheinlich für das Belagerungscamp da hinten. Und davon liegt er nämlich. Also wäre ich vorhin einfach nur ein Stück weiter gegangen, hätte ich ihn gefunden. Steh auf, Sauf, Bruder. Deine Kumpel okay, machen sich Sorgen. Okay, dann erkennt man auch, dass er besoffen ist und dass es Odrin ist. Und ich... Sinus
Kurs. Was ist los? Erstmal fragen, bist du Odrin? Odrin, bist du das? Odrin, das bin ich. Kreischt die Schlampe mich da an. Aber war ich so nett. Sag ihr ganz lieb, dass ich sie fingen will. Du bist voll wie 10 Fässer. Steh gerade und halt bloß den Rand, damit die Bocken dich überhaupt reinlassen. Und ich sag noch, was für ein Fisch, was für ein Eng. Fingen ist doch ganz einfach. Von den Ecken und Fischen erzählst du mir später. Zu deinen Kumpels Eckige jetzt, die machen sich schon Sorgen. Meine Freunde? Ulf! Ulf! Jetzt fängt er auch noch an. Ulf! Beruhig dich. Odrin, Ulf! Und kotz bloß die Wachen nicht voll. Kotz bloß die Wachen nicht voll. Muss ich ihn jetzt da hinbringen? Ach Gott, ich muss ihn hochnehmen. Ich glaube, diese Höhle hat echt noch... What the fuck? Diese Höhle hat auf jeden Fall irgendeinen Sinn. Bist du da nicht schon? Achso. Ne, ich hab das Schwert. Scheiß explodierende Viecher. Wahrscheinlich ist hier voll der Geheimgang oder so drunter. Kommen jetzt doch schon wieder angerannt. Der sieht mich noch gar nicht. Das ist schön. Der sieht so anders aus. Gleich ist das als auf ein anderer. Perfekt. Explodierende Zombies sind nämlich gefährlich. Das ist die Wahrheit. Oh! Quen, ganz schnell Quen. Erstmal den anderen Leichenfresser angezündet mit Quen. Ich habe nämlich das Midsommernachts-Quen oder so bekommen. Was bei Ikea? Ja. Midsommar mit OA, AR meine ich. Ja, Midsommar. Fuck, ich kann nicht flüchten. Das tut weh. Das tut echt weh. Uiuiui. Ich brauch Axi. Digga. Jetzt brennt der auch schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Lami Ruhe, Digga. Krieg mich hier nicht. Ich bin zu alt. Er lebt ja immer noch. Kleine Krude. Ich bin tot. Fuck. Ich konnte nicht speichern zwischendurch. Doch, einmal konnte ich speichern. Gott sei Dank. Vor dem Leichen, dem einen Leichenfresser. Habe ich schon mal gesagt, dass die Kämpfe hier ziemlich schwierig sind? Das, nee. Hast du noch nie erwähnt. Na eben, ne? Also, Marcel. Ich möchte dir hiermit mitteilen. Lass mich raten, die Kämpfe sind voll leicht. Nee, ey, kaum zu glauben, aber nein, du hast Unrecht. Das kommt ja so selten vor. Verrecke. Hier, friss mein Messer. Das ist meine Art. Auf Fischhahn zum Beispiel. Perfekt. Ah, Mario, Bitches. Ja, toll, jetzt kommt dein Bruder oder was? Dein Bruders. Der kämpft mit deinem Bruder. Mir egal. Quen! Ich kam nicht mehr zum Quen. This is not cool, man. Motherfucker.
Kann er nicht einfach mit einem Arzt sterben? Wäre leichter für uns beide.